Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch, wie man den Schnittpunkt der Parabel mit der y-Achse berechnen kann. Schauen wir uns zwei Parabeln an. Beide schneiden die y-Achse und uns fällt auf, der Schnittpunkt hat den x-Wert 0, der ja weder nach rechts noch nach links auf der x-Achse verschoben ist. Wir merken uns, die x-Koordinate des Schnittpunktes der Parabel mit der y-Achse hat immer den Wert 0. Hier den Wert 0 und 3. Und hier die Koordinaten 0 und 1. Daher setzt man in der Funktionsgleichung für x den Wert 0 ein, um den Schnittpunkt zu bestimmen. Beispiel a, die Schaltpunktform ist gegeben, y ist gleich minus 0,5 mal x plus 2 in Klammern hoch 2 plus 1. Oder manchmal schreibt man auch anstatt y f von x, setzen wir für x den Wert 0 ein. Berechnen in der Klammer 0 plus 2 ist 2, 2 hoch 2 ergibt 4. Und dann minus 0,5 mal 4 ist minus 2 plus 1 ergibt minus 1. Für y also minus 1. Für x haben wir den Wert 0. Daher hat der Schnittpunkt die x-Koordinate 0 und die y-Koordinate minus 1. Beispiel b. Jetzt ist die allgemeine Form gegeben. Y ist gleich minus 3x hoch 2 plus 4x minus 2. Beziehungsweise manchmal schreibt man anstatt y auch f von x. Wir setzen überall für x den Wert 0 ein. Und berechnen. 0 hoch 2 ist 0 und minus 3 mal 0 ist 0. 4 mal 0 ist auch 0 und die minus 2 übernehmen wir. Zusammenrechnen ergibt minus 2 für y. Der x-Wert ist wieder 0. Daher hat der Schnittpunkt die x-Koordinate 0 und die y-Koordinate minus 2. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!